Obwohl nur ein Sechstel des gesamten Straßenverkehrs auf die Nachtstunden entfällt, verunglückt in dieser Zeit fast die Hälfte aller im Straßenverkehr Getöteten. Gefahren der Nacht. Schon bei jungen Menschen sinkt die Sehleistung auf unter 10% des Tageswertes. Und je älter der Mensch wird, umso mehr lässt die Sehkraft nach. Dabei werden die Augen blendempfindlicher. Jeder vierte Autofahrer hat ohnehin ein vermindertes Sehvermögen. 8, 2, 5, es kostet nur ein paar Minuten Zeit. 6, aber nur wenige Verkehrsteilnehmer lassen ihre Augen freiwillig testen. Wird eine Brille empfohlen, sollte sie möglichst entspiegelte Gläser haben. Warum? Hier ein Vergleich. Oben mit normalen, unten mit entspiegelten Gläsern. Mit normalen Gläsern blendet der Gegenverkehr ständig. Eine Flut von Reizen muss der Fahrer verarbeiten. Dabei werden seine Augen so überfordert, dass das Gehirn schließlich ermüdet und die Reaktionszeit sinkt. Nachts ist jeder sechste Beteiligte an einem Unfall auf Landstraßen ein Zweiradfahrer. Sehen und gesehen werden sind hier gleich wichtig. Motorradfahrer sehen zum Beispiel in der Dunkelheit oft deshalb so schlecht, weil sie das verkratzte Visier ihres Helms nicht gegen ein neues austauschen. Alles verschwimmt, der Straßenverkehr wird verzerrt wahrgenommen. Der Gegenverkehr blendet dann sehr viel stärker. Zum Gesehenwerden ist auch die richtige Motorradkleidung wichtig. Der Anzug mit reflektierenden Besatzstücken ist am besten sichtbar. Links der Dunkelmann dagegen. Radfahrer, die in der Dunkelheit auf Kreuzungen anhalten, sind besonders gefährdet. Leider werden Fahrräder noch nicht serienmäßig mit einer Standbeleuchtung ausgerüstet. Man kann aber eine batteriebetriebene Standlichtautomatik nachträglich anbauen. Ständig werden bessere Scheinwerfer entwickelt. Doch gutes Licht nützt bei Regen wenig, wenn die Scheibenwischer nicht in Ordnung sind. Und denken Sie daran, lassen Sie sich von der Dunkelheit nicht täuschen.